Fast 3 Monate nach dem Spektakel der Ski-Weltmeisterschaft bei Semmering findet derzeit der nächste Alpin-Höhepunkt in Lohr, Österreich statt. Bei der Masters-Weltmeisterschaft in Guterling kämpfen rund 400 Läufer aus 22 Nationen für Gold, Silber und Bronze. Der Fokus liegt auf mehr als der Sportwettbewerb. Im Alter von 90 Jahren zum Weltcup-Titel, jeder ist über 30 Jahre alt. Die meisten von ihnen sind immer noch viel älter, Görstling Hochkar. Sie sind dem gesamten Leben dem Sport treu geblieben. SC-Guterling Waldemar Pöchecker, einer von ihnen, ist Gottfried Suppan. Der 90-jährige Kärntner ist ein multiple Weltmeister und ein Gesamtsieger der Weltmeisterschaft und der beste Beweis dafür, dass es nie zu spät ist, seinen Träumen zu folgen. Nach meinem Berufsleben sagte ich Alter, im Alter sagte ich Alter von 70 ist es jetzt vorbei. Nun, ich möchte meinen Traum erfüllen und rennen. Bei der Weltmeisterschaft in St. Johann wurde ich im Super-G Zweiter. Dieser Erfolg sollte für Suppan fortgesetzt werden. Didi, er hat mehr als 200 Podestplätze im Bericht Weltmeisterschaft. Ich denke, es gibt nur wenige Fahrer, die so viele Podestplätze haben wie ich. 10.000 Kilometer Reise für Weltcup, Gold. Einige Athleten nehmen einen langen Weg für ihren großen Traum von Gold. Kōzō Fujimori reiste im Alter von 81 Jahren fast 10.000 Kilometer von Tokio, um erneut Weltmeister zu werden, seit 70 Jahren bei Skiern und Laufsport, sagte der 83-Jährige. Fotostrecke mit 7 Bildern: SCSC Görntling, Getärstling, SC Göstling, Pochackers, Kockers, Keckertling, Pöcherschagen, Waldeller, Pöcherschagen, Pöcherschage. Das Hauptveranstalter für Rainer Herb ist besonders wichtig. Der Göstlinger trainierte monatelang für seine Heimatmeisterschaft und wird belohnt. Die 56-Jährige geht in seiner Altersgruppe im 32. Weltmeistertitel in Slalom HES in Gold. Jeder will zugewinnen sie, aber mit den Meistern sind wir eine Familie. Es ist eine sehr freundliche Beziehung, sagt Herb. Die Liebe zum Skifahren hält die Teilnehmer jung. Viele andere Teilnehmer kommen in das gleiche Horn, das die Weltmeisterschaft zum internationalen Skifestival macht. Es ist unglaublich schön, sagt der 70-jährige Margherita Sabadin aus Italien, der wie die meisten seit Jahrzehnten Skifahren. Aber wie bleiben die Ski-Oldies fit? Zum Beispiel mache ich viele verschiedene Sport, vom Tennis für Triathlon. Rax sagt, es ist nur Liebe zum Sport.